Herzenskredit aus Mappenzellerland, ich bin Denise Antoinette Sonderegger und heute geht es um den Aszendenten im Skorpion. Ich habe dir den Skorpion gestern im Sternzeichen und in seiner Energie schon ein bisschen vorgestellt und jetzt geht es weiter zum Aszendenten. Und hier ganz wichtig, wenn du den Aszendenten ausspielen willst für dein Business, ist es ganz wichtig, dass du überprüfst, ob du diese große Energie der Transformation eben in deinem Angebot ersichtlich hast. Es ist diese Fähigkeit, Menschen durch diesen Prozess hindurch zu begleiten. Und ich habe es gestern erwähnt, der Skorpion, dem ist nichts fremd, absolut nichts fremd. Und das bedeutet eben, dass er alle Seiten des Lebens, auch die Dunkelheit, auch irgendwelche Machtthemen, Okkultismus, was auch immer, kennt. Und du kannst dir vorstellen, dass diese Menschen, die diese Energie in sich tragen und nach außen ausstrahlen, sehr viel Vertrauen in uns wecken, gerade wenn wir ein solches Thema bewältigen und transformieren wollen. Und darum der Tipp an dich, wenn du im Aszendenten Skorpion geboren bist, schau nach, wo ist deine Transformationskraft und stell das sehr deutlich für die Menschen ersichtlich auf deine Webseite. Und eben auch hier wird wieder klar, wie wertvoll es ist, die eigenen Energien zu kennen, zu verstehen und zu leben, weil dieser Aszendent ist das, was deinen Magneten eben so stark macht, dass die Menschen fast so ein bisschen unsichtbar auf dich zukommen, den Weg zu dir finden. Skorpion im Aszendenten ist auch unglaublich innovativ, kreativ, er ist sehr, er unterstützt dich, er ist loyal in diesem Prozess drin und das sind auch wichtige Vorauszeichen, dass du, wenn du jetzt jemanden suchst in der Transformation, eben gut aufgehoben bist. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du Aszendent Skorpion hast, geh über die Bücher, schau, ich glaube, das ist ein Schweizer Ausdruck, schau genau hin, wo du deine prägnante Kraft in dein Angebot einfließen lassen kannst. In diesem Sinne, ein von Herzen kommendes Tschüss, mach's gut.